Alfs frischierter Braten bzw. Stefanie Braten Hackbraten. Benötigte Zutaten für 4 bis 6 Portionen sind 1 Kilo gemischtes Faschiertes, 200 Gramm Zwiebel, Senf, 3-4 Knoblauchzehen, etwas Majoran, 2 Eier, Salz und Pfeffer sowie 3 Semmeln. Die Fülle 2 Frankfurter Würstchen, 2 bis 3 Essiggurken, 3 möglichst kleine Eier und eventuell Bröseln zum Binden. Zum Braten des Zwiebels etwas Öl. Die Semmeln werden in lauwarmem Wasser eingeweicht. Den Zwiebel klein schneiden. Den Knoblauch entweder schneiden und etwas hacken oder man verwendet Alfs Knoblauchpaste. Die Herstellung dieser Paste findet ihr in einem anderen Video, der Link ist dann in der Beschreibung. Der Zwiebel wird in Öl glasig angeschwitzt. Wenn der Zwiebel glasig ist, kommt der Knoblauch auch noch dazu. Faschiertes in eine große Schüssel geben. Die 2 Eier dazu, ca. 2 Esslöffel Senf, salzen, pfeffern, den Majoran sowie den angeschwitzten Zwiebel, die eingeweichten Semmeln gut ausdrücken und ebenfalls zur Fleischmasse dazugeben. Alles gut umrühren. Zwei bis drei Esslöffel Semmelbröseln dazu. Noch einmal abschmecken. Bei Bedarf nachwürzen und gut vermischen. Wird das in die Auflaufform geben. Mit kaltem Wasser alles schön glatt streifen. Mit einem Spalt machen, die hart gekochten Eier einfügen. Links und rechts noch nach und nach die Frankfurter Würsteln und Essiggurken einfügen. Danach alles gut verschließen. Mit Bröseln bestreuen. Über 80 Grad kommt der Braten jetzt circa für eine Stunde in den Ofen. Nachdem wir den Braten aus der Pfanne genommen haben, stauben wir bei mittlerer Hitze in die Pfanne, verrühren das Ganze gut und gießen mit Wasser auf, lassen das Ganze ein wenig köcheln und seihen die Soße dann durch ein Sieb. So lassen wir die Soße dann ungefähr 5 Minuten dahin köcheln, schmecken sie noch einmal ab und dann können wir schon anrichten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist,
liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit. Noch ein kleiner Nachsatz für euch. Als Beilage passt wunderbar Kartoffelpüree bzw. Reis.